Schau mir in die Augen. Das wohl bekannteste Filmzitat aller Zeiten könnte passendes Motto sein für das, was sich am vergangenen Wochenende in München begab. Menschen, die sich nicht kennen, setzen sich gegenüber und nehmen Blickkontakt auf. Solange es ein jeder will, ohne dass sie miteinander sprechen. Das Ganze nennt sich Biggest Eye Contact Experiment, zu Deutsch Großes in die Augen schauen. Habe ich noch nie vorher gesehen und dachte ich, muss mal gucken, was da passiert, was da geht und vor allem, wie sich es anfühlt. Mich interessiert das, was passiert, weil ich es vorher gar nicht weiß. It was wonderful. Tears. I had tears. Seinen Anfang nahm das weltweite Eye Contact im Oktober 2015 in Australien. Es ist eine Fortführung eines Versuches von 2010 der New Yorker Künstlerin Maria Abramovic, die 1565 Besuchern des Museum of Modern Arts gegenüber saß. In München wird das Experiment von Marco van Brie und seinen Freunden organisiert. Das haben wir gesagt, das ist eigentlich sehr interessant, lass uns das einfach mal probieren. Und immerhin seit Februar haben wir es dann gemacht in München, jeden Monat. Und wir haben eigentlich super tolle Erfahrungen gehabt. Sie kommen richtig im Hier und Jetzt an. Heißt, davor hatten sie so 1000 Gedanken, was sie noch zu tun haben. Unabgeschlossene Sachen, die sie nicht erledigt haben. Und wenn sie dann hier ankommen und jemanden angucken, dann müssen sie wirklich im Hier und Jetzt sein. Und das genießen die meisten sehr. Und sie sehen irgendwie auch schöne Sachen im Anderen. Seit Februar organisieren die Münchner einmal monatlich einen Augenkontakttag. Zunächst nur im Freundeskreis, doch die Teilnehmerzahl wächst beständig an. Wir machen das Ganze auch, damit die Leute wieder ein Gefühl von etwas teilen miteinander haben. Ich habe immer so gedacht, da sind die Mädels vielleicht offener, aber dann bei den Events kommen wirklich auch sehr, sehr viele Männer und Jungs. Und das ist total schön. Ich denke, es ist für jede Altersgruppe gut. Grundvoraussetzung ist, dass alle, die mitmachen, dies freiwillig tun. Jeder kann selbst entscheiden, wem er, wie und wie lange in die Augen schaut. Und jeder erlebt dies anders. And I thought that was so amazing. I cried. Man driftet auch ganz leicht ab, man verliert sich in den Augen quasi. Komisches Gefühl, aber irgendwie auch ein warmes Gefühl. Da kommt irgendwie Feuchtigkeit in die Augen. Ich glaube, die hat jetzt gerade einen traurigen Gedanken oder ist berührt oder so. Circa 450 Teilnehmer absolvierten während der 3 Stunden Aktionszeit auf dem Odeonsplatz das Eye Contact Experiment. Klar, der Sinn dahinter ist nicht, dass es ein Dating-Event ist oder ein Tinder, aber es kann passieren und wir verhindern das auch nicht. Das nächste Eye Contact Experiment ist für den 8. November im Impact Cube in der Implerstraße in München-Sendling geplant. Dann können sich alle, die es wollen, wieder in die Augen schauen.